Hi, ist Christian Hemmschermeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute das schöne Thema, wie beende ich eine Dating- oder Beziehungssituation? Wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf liebeschipp.de. Selbstliebe-Challenge Advanced kommt gerade raus, kann man auch direkt mit anfangen und den Kurs ist jetzt, glaube ich, so ganz schnell nicht wiedergeben. Und es gibt ja diesen neuen Daten in der Polarität für Männer in der Frühbucherphase auf liebeschipp.de und heute eine Nachricht von Katschanka. Und genau, wenn du auch solche Fragen stellen willst, über ein Formular auf liebeschipp.de. Hallo Christian, könntest du mal ein Video machen zum Beenden von Dating-Situationen und Beziehungen? Ich habe große Hemmungen, klar zu sein dabei, also so im Sinne von sozialer Erwünschtheitstendenz. Ja, da hast du ja schon den Finger in die Wunde gelegt. Also das Problem ist halt, dass das ist eben auch, ich glaube, da auch nochmal ein Video zu machen, auch so eine Art von Ego ist, ne? Dieses immer nett sein wollen, immer nice girl, nice guy sein wollen. Also während im Minuspol ja häufig versucht wird, Bestätigung zu erlangen über Manipulation, Lügen, hinterm Rücken Sachen machen, also nicht von demjenigen, den man belügt, aber dann von anderen eben auch noch, ist es im Pluspol eben häufig dieses ja überangepasst, übernett sein. Jetzt kann man natürlich immer überlegen, ist es mein Charakter, auch relativ nett zu sein? Ja, dann wäre es ja wahrhaftig sozusagen. Oder ist es nicht doch irgendwie eine Angepasstheit und eigentlich, wenn ich wirklich echt wäre, dann würde ich irgendwie klarere Grenzen ziehen. Gilt es für jeden von euch herauszufinden, der im Pluspol ist. Und ist nicht leicht. Ne? Ist echt nicht leicht, aber meistens denkt man von sich selber, dass man netter wäre, als man vielleicht wirklich ist immer. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Es geht darum, echt zu sein. Es geht nicht darum, immer in jeder Situation super angepasst und nett zu sein. Das ist nicht. Geht auch nicht darum, super unangepasst und unnett zu sein. Ne? Es geht darum, so in Achtsamkeit mit sich selber und anderen man selbst zu sein. Darum geht's. Ne? Und produziere damit unklare Situationen. Ja, das ist halt das Problem. Genau. Wie macht man richtig Schluss? Mit welchen Worten? Ablauf. Wo trifft man sich? Wie lange sollte so ein Gespräch dauern? Wie lange sollte man verbleiben? Okay. Also es hängt natürlich ein bisschen davon ab. Also erstmal, ihr macht es so oder du machst es so, wie es für dich richtig ist. Ne? Also aus meiner Sicht gibt es da kein absolutes richtig oder falsch. Also ich finde, wenn man wirklich in so einer hochtoxischen Beziehung ist und einfach das Gefühl hat, ich kriege das einfach persönlich nicht hin, Schluss zu machen, zum Beispiel, weil ich so krass in der Liebessucht hänge, dann ist es auch okay, also meiner Meinung nach ist es auch okay, per WhatsApp Schluss zu machen, wenn man es einfach nicht anders hinkriegt. Ne? Wenn man wirklich eine gehaltvolle Beziehung hatte, die einfach nicht mehr funktioniert, dann ist natürlich, klar, ist logisch, ist natürlich am besten, das persönlich zu machen oder das Mittelding dazwischen wäre halt telefonisch so. Aber das sind immer so, man sagt immer so, ja, muss man unbedingt persönlich machen, finde ich nicht unbedingt. Also wenn man es echt nicht anders hinkriegt und bevor man sich wieder in die nächste Runde quatschen lässt, kann es auch mal richtig sein, das nicht persönlich zu machen so, ne? Mit welchen Worten? Ja, ich empfehle immer, keine Gründe zu nennen, so, ne, sondern einfach zu sagen, also für mich ist so der Goldsatz, ist eigentlich, wir sind nicht kompatibel. So, es passt einfach nicht. So, weil das kann alles Mögliche beinhalten von, wir passen in der Polarität nicht, in der Chemie nicht, in der Kommunikation nicht, von unseren Bindungsstilen passen wir nicht. Und das ist ja auch eine ganz persönliche Meinung, die du hast, die dir auch keiner nehmen kann. Ne? So, wenn du jetzt sagst, ich trenne mich von dir, weil du dich nicht an Absprachen gehalten hast, dann sagt der andere unter Umständen, ja, ab jetzt halte ich mich an Absprachen. Ich verspreche es dir hoch und heilig auf das Grab meiner Urgroßmutter 5. Grades irgendwie. Dann
bist in so einer elenden Diskussion mehr drin. Oder du sagst dir, ich trenne mich von dir, weil du bist mir nicht, bist nicht in deiner männlichen, weiblichen Polarität. Dann sagt der andere, ja, aber jetzt habe ich es verstanden und jetzt mache ich es. Und also dann bekommt man so endlose Diskussionen irgendwie, die man wahrscheinlich aber vorher auch schon geführt hat. Deswegen empfehle ich zu sagen, wir passen nicht zusammen oder ja, wir sind nicht kompatibel, weil das auch keinem die Schuld gibt, weil ich finde es auch zu blöd jetzt, also ich finde es auch nicht gut zu sagen, ich trenne mich von dir, weil du so ein elender, widerlicher Narzisst bist, finde ich auch nicht gut, weil es gibt unterschiedliche Sichtweisen, auch im Minuspol hat man Sichtweisen, im Pluspol hat man Sichtweisen und ja, die passen unter Umständen gar nicht zusammen. Vielleicht denkst du dann, ja, ich bin jetzt weiter entwickelt als der andere, kann sein, aber das nimmt dem anderen nicht auch das Recht, seine eigenen Sichtweisen zu haben. Und jetzt jemand sozusagen in der Trennung noch so zu attackieren und abzuqualifizieren, also passiert sowieso super leicht, wenn man ja wütend ist oder gekränkt oder ich weiß nicht was. Aber ist auch nicht, wenn man mich jetzt fragen würde, wäre jetzt auch nicht unbedingt so the way, ne? Klar, das kann passieren. Aber auch nicht so ideal, ne? Jetzt den anderen zu attackieren, so, ne? Also insofern, aber das ist ja schon mal gar nicht ein Problem, aber einfach zu sagen, es passt nicht. Und wenn du das Gefühl hast, das ist zu schmerzhaft, dann sind das deine eigenen Wunden, ne? Also dann bist du sozusagen zu empathisch und überlegst dir jetzt, wenn der das hört, wie wäre das, wenn ich das hören würde? Aber ich könnte es kaum aushalten. Und dann, ja, sagst du nicht, was gesagt werden muss und eierst rum und bist eigentlich nicht ehrlich und eigentlich nicht wahrhaftig, so, ne? Und das ist, ja, ist verständlich, ist menschlich, aber es ist ein super Lernfeld, einfach ganz in Ruhe zu sagen, was man denkt. Ich denke, es passt nicht zwischen uns, wir sind nicht kompatibel, ich möchte mich trennen. Und wenn es dem anderen wehtut, ja, die Wahrheit tut halt manchmal weh und tust dem anderen keinen Gefallen damit, wenn du darum rumredest. Ne? Das ist auch noch so. Es tut vielleicht weh, aber auf einer höheren Ebene tut die Wahrheit eigentlich nie weh, weil die Wahrheit ist immer befreiend. Ne? Und man richtet mehr Schmerz an mit Unklarheit, meiner Ansicht nach. Mit welchen Reaktionen muss man rechnen und welche sind davon okay? Ja, wie gesagt, also entweder wenn du zu viele Gründe lieferst, wirst du leicht zurückgequatscht. Wenn du in so einer toxischen Beziehung bist, wird häufig versucht, die nächste Runde zu drehen, weil der andere dich ja auch nicht gehen lassen. Oder was heißt, der will dich nicht gehen lassen. Das heißt, du musst damit rechnen, dass versucht wird, dich unter Umständen wieder zu verführen oder irgendwie die nächste Runde zu quatschen oder irgendwas zu versprechen, was schon tausendmal versprochen worden ist. Aber in der Regel, wenn man sich solche Fragen stellt, hat man ja schon x Runden hinter sich und muss man einfach mal irgendwann akzeptieren. Es ändert sich nicht und ist halt so, ne? Und es kostet einfach zu viel Energie, der mal noch eine Runde zu drehen. Und klar, man muss damit rechnen, deswegen machen es auch manche per WhatsApp oder Telefon, weil sie einfach wissen, ich bin so Liebessucht, dass wenn jetzt der andere ankommt und wir haben wieder Körperkontakt, dann weiß ich jetzt schon, was dabei rauskommt. Ja, dann darf man sich auch schützen und kann sagen, möchte ich nicht, ne? Ich möchte keinen physischen Kontakt jetzt haben. Ja, und man muss natürlich mit Gekränktheit und Wut rechnen beim anderen. Auch das will sich ungern jemand antun, so. Jetzt haben wir ein bisschen über Beziehungen gesprochen, jetzt müssen wir nochmal über Dating-Situationen sprechen. Das ist natürlich, also da, ich glaube, jede Frau, wahrscheinlich auch die meisten Männer haben das schon erlebt, dass das der andere nicht gut aufpasst, wenn man sagt, man hat so zwei, drei Dates gehabt und sagt, ey, das passt einfach nicht, oder nach dem ersten Date. Also es gibt viele Menschen, die dann sehr gekränkt und auch wütend reagieren, und das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Aber gerade insbesondere, wenn man online datet, gehört das irgendwo dazu. Und ich kann verstehen, dass Leute sich da schützen. Ich finde es immer noch gut, das zu machen und jemanden nicht gleich zu blockieren oder so, und der andere weiß gar nicht, was los ist. Also ich finde es gut, das zu sagen, du, ich glaube, das hat keinen Zweck, wir haben keine Chemie oder ich weiß nicht was, also ohne Wut, also ganz neutral, wenn du so willst, ne? Ich wünsche dir alles Gute, du findest bestimmt den richtigen, ich weiß nicht was, nur weil du vielleicht nett und konstruktiv bist,
muss es nicht unbedingt heißen, dass der andere es auch ist. Ne? Also ich höre das, ich habe das ganz oft gehört, dass ja, Menschen dann sehr gekränkt reagieren, was natürlich einem nochmal bestätigt, dass es wohl kein gutes Date gewesen wäre, denke ich. Aber ich kann verstehen, dass Leute das dann, sagen wir mal, schreiben. Du, das hat keinen Zweck, ich habe nicht genug Chemie gespürt. Aber dann sehr zeitnah den Kontakt blockieren, kann ich verstehen. Muss ich echt sagen, weil das ist so weit verbreitet. Also ich kann nur sagen, du hast ein Recht dazu. Du hast jederzeit ein Recht dazu zu sagen, möchte hier nicht weitermachen und dann auch einen Kontakt wirklich zu blockieren. Aber auch hier, auch in der Dating-Situation, bringt es nicht zu sagen, ach, ich weiß auch nicht, bin mir unsicher, wenn du eigentlich komplett sicher bist, dass es keinen Zweck hat. Ne? Dann, es bringt nicht, also du tust dem anderen keinen Gefallen, wenn du sagst, ja, vielleicht, eventuell, oder jetzt auf dem Date hat es nicht gepasst. Ja, dann sagt er, dann machen wir noch ein zweites Date, wenn jemand so sehr bedürftig ist. Und das bringt dich nicht weiter, ne? Und den anderen auch nicht, wirklich, ne? Das ist, aber ich kann verstehen, wenn Leute dann relativ schnell den Kanal kappen. Auch unter Umständen direkt danach. Habe ich auch schon erlebt, als ich früher mal online gedatet habe, dass dann jemand geschrieben hat, ach, ich glaube, es passt einfach nicht, und dann sofort blockiert hat. Da habe ich auch erst gedacht, was soll das denn? Aber ich kann es verstehen, weil man hat einfach keinen Bock auf diese Neediness und dass dann jemand wütend ist. Und ja, da muss man halt auch mit rechnen, gerade bei Online-Dating. Ne? Also insofern ist es dein gutes Recht, das so zu handhaben, wie es für dich richtig ist. Und trotzdem ist es, glaube ich, schön, einfach die Informationen rauszugeben. Ich glaube, es passt nicht. So, ne? Ich komme nicht damit klar, dass jemand weh zu tun und komme in Versuchung zu trösten. Ja, das ist aber dieses, da schickt diesen Trost deinem inneren Kind, was dann offenbar angetriggert ist und so einer Überempathie ist. Dein Gegenüber ist ein erwachsener Mensch und sozusagen, du hilfst ihm damit. Was ist denn dem Menschen damit geholfen, dass er mit jemandem in Kontakt ist, der nicht auf ihn steht? Dem Menschen ist nichts damit geholfen, gar nichts. Also du hilfst ihm, schneller zu der Person zu kommen, die zu ihm passt. Wenn du das rechtzeitig und klar beendest, du hilfst dem anderen damit. Auch wenn das in dem Moment nicht sieht, vielleicht. Aber das ist so, dass wir in der Liebe sind, also in der romantischen Liebe sind wir natürlich höchst kränkbar alle, aber das ist so eine Überempathie. Da würde ich wie immer raten, nach innen zu gehen, an deinen Wunden zu arbeiten, deine Angst vor Ablehnung. Und je mehr du die bearbeitest, umso eher, umso weniger Probleme wirst du haben, auch anderen klar zu sagen, was du fühlst, denke ich. Komm, versuchen zu trösten und was natürlich dann gerne falsch verstanden wird. Ja, eben, das habe ich ja alles erläutert. Oder auch schon in Neuanfang endete. Ja, gut, genau. Habe ich, glaube ich, erklärt, den ich gar nicht wollte. Ja, das ist genau, was dann passiert, ne? Deswegen sei klar und wenn das mit dir mit Schmerzgefühlen einhergeht, guck ihn dir an und nicht im anderen, ne? Ich habe einfach kein Verhaltensschema für eine solche Situation. Ja, wir passen nicht zusammen. Danke, danke für den Kontakt, danke, dass ich kennenlernen durfte und ja, das war's. Wie kriegt man das Gefühl, dass es okay ist, Schluss zu machen und man sich dann nicht für das vermeintliche Elend des anderen verantwortlich fühlt? Vielen Dank im Voraus. Ja, wie gesagt, das hat dann ist sozusagen, wir bekommen ja immer im Außen gespiegelt, gerade in diesen Zeiten, was wir in uns bearbeiten sollen. Ne? Also du bekommst dann gespiegelt vielleicht jemanden, der sehr gekränkt ist oder dem es sehr weh tut. Und dann kannst du in dem Fall, glaube ich, gucken, okay, was tut denn in mir weh? Oder warum gehe ich damit so stark in Resonanz irgendwie, ne? Und immer wieder sagen, ist das wirklich eine erwachsene Ansicht oder ist es nicht ein inneres Kind-Thema? Weil die erwachsene Ansicht ist ja eigentlich, indem wir sagen, was wir nicht wollen, helfen wir jedem von uns, den zu finden, den wir wollen. Also es macht eigentlich, wie gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn. So, ne? Ja, wie kann man das mal vergleichen? Das ist, weiß ich nicht, als wenn dir jemand, du magst keinen Käse und du bist mit, ja, dich füttert jemand
Mit Käse oder und du sagst dann, nur dem anderen nicht zu kränken, sagst du dann, ja, schmeckt super der Käse. Und ja, bist schon halb, muss ich schon fast übergeben, sozusagen. Anstatt dass du sagst, nee, ich möchte, ich mag keinen Käse, ich esse lieber Marmelade. Und ja, akzeptierst, dass der andere es aus irgendwelchen Gründen vielleicht blöd findest, aber du bekommst das, was du möchtest. Ne? Das ist auch eine Frage der Selbstliebe, so wieder, ne? Das, weil erstmal musst du dir eine Sauerstoff, wie im Flugzeug, ne? Erstmal musst du dir eine Sauerstoffmaske aufsetzen, dann den anderen. So, also das heißt, erstmal musst du für dich sorgen, zu sagen, nein, ich möchte keine weitere Beziehung mehr. Und ja, und das Trösten, da sind dann die Kumpels von denen zuständig oder ich weiß nicht was. Ne? Aber du nimmst, das ist aber auch typisch ein Pluspol, du nimmst den anderen ihre Aufgabe ab, die sie machen müssen. Und trotzdem kannst du es ja wirklich achtsam machen. Aber es ist nicht achtsam, dem anderen noch eine Runde zu gönnen, wo du es gar nicht mehr willst. Das bist nicht du. Das ist nicht ehrlich, ne, eigentlich. Ja. Ja, ich denke, sollte klar sein. Ja, kommentiert gerne drunter. Ich denke, da werden alle teilt gerne eure Erfahrungen mit, wie schwierig das manchmal sein kann. Ja, man ist einfach, man selber oder der andere ist einfach mega leicht angetriggert, ne? Aber ich finde, man kann den anderen das nicht abnehmen, wenn man wirklich als Erwachsener in eine Dating-Situation geht und ich date unter Umständen online. Dann gehört es zum Erwachsensein dazu, zu sagen, ja, ich werde hier, es sei denn, ich bin James Bond oder Jane Bond, whatever, werde ich hier mit Ablehnung rechnen müssen. Also. Und auch mit mehr Ablehnung als Zustimmung. Weiß nicht, wie viel, überlegt euch selber mal von, wenn ihr jetzt in eurem Alter sozusagen 10 Männern begegnet, wie viel von denen findet ihr gut? Ich weiß nicht, ein, zwei, nicht mal ein? Oder wenn ihr ein Mann seid, wie viele Frauen findet ihr gut? So 10 zufällige sozusagen. Wenn man das mal hochrechnet. Also wenn ich jetzt wirklich mal, kann man eigentlich nicht so rechnen, aber wenn ich jetzt wirklich mal rechnen würde, ich finde einen von 10 gut und der andere findet auch einen von 10 gut, dann müsste ich ja schon 100 Leute daten, wer, also es ist jetzt nicht ganz so, weil du natürlich interagiert hast, aber dann müsste ich ja theoretisch 100 Leute mal angesprochen oder gedatet haben, damit der Richtige dabei ist. Also, aber egal wie man es rechnet, man wird immer darauf kommen, dass es mehr Neins gibt als Ja's gibt, ne? Und ja, also wenn man wirklich als Erwachsener datet, insbesondere online, ja, da wird man auf, das ist wirklich ein kindlicher Wunsch, dann nicht auf Ablehnung zu treffen, so, ne? Und klar, wenn man sich vielleicht schon ein Gefühl entwickelt hat, aber deswegen würde ich auch immer sagen, so früh wie möglich, ne? Also wenn man wirklich nach ein, zwei, drei Dates merkt, das hat aber keinen Zweck. Und meistens merkt man, also wenn man ganz ehrlich ist, merkt, weiß man, in aller Regel weiß man schon nach 30 Sekunden. Ja, also ich finde es dann auch okay. Dann, also es gibt Leute, die stehen dann sofort auf und sagen, hey, das passt nicht. Finde ich auch in Ordnung. Es ist hart. Ich finde es aber auch in Ordnung, irgendwie das noch, weiß ich nicht, so ein Date dann noch zu Ende zu machen. Und dann, ja, ich empfehle ja sowieso, dann erstmal nach Hause zu gehen. Man muss jetzt nicht am Ende von Date 1 dem anderen sagen, hey, das hat eh keinen Zweck. Also man kann ja erstmal in Ruhe nach Hause gehen, schläft mal drüber und dann schreibt man, das hat eh keinen Zweck. Oder man meldet sich einfach gar nicht. Also im Online-Dating ist es total in Ordnung, sich einfach nicht mehr zu melden. Man muss es auch nicht jedem vorkoffern. Also wirklich nach einem Date muss man auch gar nichts sagen. So, wenn der andere sich dann meldet, dann, ja, dann chattet man aber nicht mehr damit denen, dann schreibt man halt, nee, ich glaube, es passt nicht. Und wenn sich keiner meldet, dann wissen beide Bescheid. Fertig. Ne? Und also je kürzer die Dating-Situation ist, umso weniger Aufhebens würde ich echt darauf machen. Ne? Ja, also ist immer das Gleiche und auch im Pluspol ein großes Thema, ehrlich sein, auf eine ganz andere Art als im Minuspol. Ja, wir werden uns, denke ich, hoffentlich bald wiedersehen.